Hallo, liebe Freunde der Hasenmafia, wir sind hier in der Corvega-Fertigungsanlage in Lexington, haben ein Level-Up, wo ich gesagt habe, das investiere ich in einsame Umherziehen, ne? Und ja, jetzt können wir wieder einen Tick mehr schleppen, sollten weniger Schaden kassieren. Ich habe es auch ausgetestet, das funktioniert auf jeden Fall, wenn man Dogmeat dabei hat. Hätte ja sein können, dass es inzwischen weggefixt wurde. Aber nein, da hat sich nichts dran geändert. Und wir haben hier unsere fette Power-Rüstung an. Da. Ah, das klingt ein bisschen nach. Ach so. Ein Geschützturm. MK1 macht uns nicht so viel Sorgen. Ah, den Hund hat es wohl erwischt. Das ist übrigens kein Cheat, dass ich da unten. Durchgängig 999 Munition habe. Das hat sich mit der Zeit wirklich so viel angesammelt. Wenn ihr da die letzte Folge verpasst habt, unten findet ihr einen Link zur Playlist in der Videobeschreibung. Sind ja hier schon bald an der 80. Folge ran. Oh, und da hat sich einiges getan in der Zeit. Ah, hier rennen auf jeden Fall noch welche rum. Ah, da sitzt auf jeden Fall einer. Ich guck mal, ob hier Mentats noch aktiv sind. Sieht auf jeden Fall so aus. Denn die bringen uns mehr Erfahrungspunkte. Ist auf jeden Fall ein Riesenkomplex hier, wo ich gar nicht weiß, wohin ich zuerst gehen soll. Ein Wunder, dass wir hier noch nicht. Oi! Ghule sind hier auch noch. Ja, na klar! Na, ah, komm aus dem Scope raus. Ach, verdammt, schon wieder gepennt, Fusionskern ist alle. Ha. Naja. Ist ja nur teuer Geld, ne? Was ist hier noch Feines? Ha. Support our troops! Oh, ja, Riesenkomplex auf jeden Fall. Na gut. Dann weiter hier lang. Da geht's noch tiefer in den Keller. Schauen wir erstmal hier vorbei. Hui. Peng, Karton. Ja, der scheint uns hier auf Tritt und Schritt zu verfolgen. Kann mir ganz recht sein. Und das, obwohl wir den Perk nur einmal ausgewählt haben. Bis jetzt allerdings, ja, haben wir natürlich auch einen nicht allzu schlechten Wert in Glück. Was ich auch gerne steigern würde. Einfach damit er auch nochmal ein bisschen öfter kommt. Und die Beute hier noch besser ist. Ist gut, auf jeden Fall wieder zwei Mantles, da können wir uns dann welche reinschaffen. Ich glaube, das hier wird wohl das Zeichen für Abhängigkeit sein. Ja, Mantles Abhängigkeit. Oh, Charisma minus 1. Das ist hier jetzt im Moment nicht so tragisch. Werde ich dann später, wenn wir dann in der Siedlung sind, was gegen nehmen. Da kann man sich ja selber Medizin zu herstellen. Denn
Einen festen Arzt habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Ich könnte nur irgendeinen Siedler einstellen, der dafür sorgt, dass. Ja, der einen Shop dafür betreibt. Allerdings wird er da nicht so schöne Sachen bei haben, denn dann dazu muss man die richtigen Händler finden. Das habe ich bisher auch noch nicht. Ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Menge Turrets. Ah, hier sind wir wohl einmal im Kreis gelaufen jetzt. Oder? Hier war ich auf jeden Fall schon mal, hier wohl weniger. Aber das war auf jeden Fall hier einmal im Kreis, wie es aussieht. Ja, die habe ich schon gelootet. Ah, sehr schön. Granaten und Mollys, sehr schön. Ganzen Satz Patronen, ja, das war jetzt mehrere hundert Kronkorken wert, was wir hier eingesammelt haben. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier zu gucken. Ah, ich habe hier aber einiges in der Hektik übersehen. Grizzles Terminal, schauen wir mal, was er uns zu sagen hat. Karawane. Haben heute eine weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Er sagte, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich die Zivilisten. Da ist sogar eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht. Und ein Scherzkeks mit einem Cowboyhut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Dieser verdammte Hut gehört mir. Ja, das waren also hier die Minutemen. Achso, ich guck nochmal hier, ob wir das Datenbanknetzwerk online kriegen. Nee. Wir sind voll. Dogmeat, kannst du hier ein bisschen was schleppen? Wuff-wuff, sagst du? Ja, das könnte was werden. Aber er sieht schon recht voll aus. Babab. Ein bisschen was auf jeden Fall. Die Granaten. 7 Schlagringe. Ja, gerade die Rüstung nehmen logischerweise recht viel Gewicht weg. Ja, da ist er voll. Aber wir können auch noch ordentlich was mit uns nehmen. Das könnte jetzt hier für, also für hier auf jeden Fall noch reichen. Ansonsten, ja, wird ein bisschen Krams weggeschmissen. Also wieder die doofen Lampen, die Alarm auslösen. Gut. Also wirklich immer die. Ich habe immer das Gefühl, es sind immer dieselben zwei Stellen. Hi. Ah ja, aber ab und an bricht dann doch mal einer ab. Okay. Bäh. Ah. Doch mal ein bisschen weiter hier unten. Geschafft. Ah, na gut, das gab's ja sogar schon in den Elder Scrolls Teilen, Skyrim und so. Von daher kennt man das einfach mit Schlösser knacken mit der Zeit. Und dann fällt es nicht mehr wirklich schwer. Was haben wir denn da? Geschütztum und Ghule. Meine Erfahrungspunkte. What?
kein Treffer. Und er wieder. Stimmt, ich wollte nicht mehr ganz so viel Rüstung hier mitnehmen. Aber die Einzelteile, die brauche ich. Inzwischen finden wir hier Munition am laufenden Band, Loney's Terminal. Lexington gehört uns, verflucht, ja, wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Autofabrik, ja. Apartment. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Grizzle und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben, haben bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen, wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird, aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinen Chems spielen kann. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns, aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, dann ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Ja, durch diese Rohre sind wir auf jeden Fall gekommen. Da hätte ein einziger Geschütz aber auch nicht so viel gebracht. Grizzle und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Jared, wir haben unser anderes Geschütz noch immer nicht hier runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht rumzudoktern, wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Grizzle sagt, dass er nur wütend auf mich wird, aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Na gut. Wie immer gibt es in jeder Bande ein paar Chaoten. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Oder soll das das Rohr sein? Ah, hier geht's auf jeden Fall nach draußen. Ja, ich denke mal, wir haben ja auch genug gesehen in der Fabrik. Letztlich ist hier die ganze Stadt voll mit Gegnern und Zeugs, das man plündern kann. Da könnte man überall hin. Ich würde sagen, langsam werde ich mich Richtung Questziel Diamond City begeben. Und ja, später kann man ja immer noch ein bisschen durch die Stadt streuen. Da respawnt ja auch immer wieder einiges. Und ja, da. Da wird man dann immer wieder was finden. Ist das eine Apotheke? Vielleicht können wir da rein. Jo. Kommt mir aber auch wieder bekannt vor. So viele Gebäude und wir rennen vielleicht doch im Kreis. Naja. So soll es ja im normalen Leben angeblich auch sein. Ein Bein länger als das andere, so ist das nun mal. Egal. Selbst wenn. Ja, doch, der Rollstuhl, das kommt mir sehr bekannt vor. Trotzdem. Gibt es hier wieder Sachen zu finden? Mhm. Where? Ah, muss wohl der Hund gewesen sein. Naja, dann sind wir wieder draußen.
Ja, dann machen wir uns auf nach Süden, würde ich sagen. Da wird es wohl nicht durchgehen, oder? Links um die Ecke vielleicht. Nee. Ja, von da sind Schüsse zu hören, sonst gehen wir da rum. Ja, Putzmittel, immer gut, braucht man inzwischen auch. In älteren Teilen war. Nee, doch, da brauchte man das, glaube ich, auch für Minen, oder? Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bisschen ist es schon her, dass ich Fallout 3 gezockt habe. Ah, hier waren wir auch schon mal. Aber wenn sich hier die Raider wieder Letzter und rumtreiben, letzter Fehler. dann müssen wir einfach mal wieder vorbeischauen. Und wir finden noch mehr Impro-Munition. So, hier ist Süden. Aber hier, doch, da kommen wir durch. Gucken wir mal hier in der Busstation. Vielleicht haben wir noch die ein oder andere Kasse hier stehen. Nix weiter. Ja, und ich denke, wenn ich das nächste Mal wieder nach Sanctuary reise, um den ganzen Kram ja zu verkaufen und zu vercraften, dann werde ich die Powerrüstung auf jeden Fall wieder ablegen. Hier kommen wir eigentlich auch so problemlos durch. Ja, wir haben ein Militärsignal gefunden. Ah, sehr, sehr leise. Oh. Kind des Atoms. Auf zum Atem. Oh, interessante Waffen. Schade, dass ich nicht einfach die Maustaste gedrückt halten kann für Dauerfeuer. Oh, was haben wir denn? Gamma-Patrone. Gamma-Kanone. Uah, hier waren wir auch schon mal. Da nehmen wir jetzt mal hier ordentliche Splittergranaten. Und ja, Essen muss ich auf jeden Fall auch eine Menge loswerden. Und Mantids, weil Essen bringt hier, nimmt hier langsam eine ganze Menge Gewicht weg. Obwohl ich schon ein bisschen was weggepackt habe. Ich habe es so gemacht, dass von allem ein bisschen was dabei ist. Oh. Natürlich nicht gut jetzt wegen Dogmeat. Uah. Könnten wir ja hier einen Redix reinhauen. Um ein bisschen
weniger Strahlungsschaden zu nehmen. Sind ja sogar zwei, dann lohnen sich die Granaten erst recht. Halten aber ganz schön was aus, die Jungs. Und ist da am Dach mal wieder einer? Ne, diesmal nicht. Oh, was ist das denn? Achso. Eine kaputte Hirschkuh. Ah ja, da sparen wir uns die Munition. Wenn sie nicht weglaufen würde, verdammt. Wäre ja auch zu schade um das schöne Fleisch. Ich glaube, Redhirsch brachte mehr Tragekraft, wenn man das futtert. Temporär. Legendärer Protektron-Wächter. War aber jetzt nicht böse eingestellt. Könnte interessant sein. Mob. Wodka. Ja, du hast was gefunden. Ah, gehärtetes Scharfschützengewehr. Naja, kommt jetzt hier nicht gegen unsere an mit 80 Schaden. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall voll. Dann werde ich jetzt mal nach Hause reisen und hoffe, dass ihr da bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich werde es natürlich wie immer nicht zeigen, da das ja einfach nur immer wieder dasselbe ist, da Sachen zu verkaufen und zu zerlegen. Abonniert den Kanal, wenn ihr da die nächste Folge nicht verpassen wollt. Auch viele Guides und Reviews findet ihr zu verschiedensten Spielen. Vor allem auch zu Fallout gibt es ein paar Guides, da werden noch immer wieder welche kommen, deswegen, ja, kommen jetzt im Moment auch sehr, sehr viele Fallout-Folgen im Moment, da ich das da auf jeden Fall durchziehen möchte. Da seid ihr jeden, ja, ich hoffe jedenfalls, ihr seid wieder mit dabei, das war Aristos, wenn ihr Spaß hattet, gerne Daumen nach oben, bis demnächst.